Heidschuster.de. Guten Tag zu einem neuen Interview aus der Wahlkampfserie. Heute habe ich jemanden virtuell zu Gast, den ich nicht vorstellen muss, Herrn Dr. Maaßen, Bundestagskandidat der CDU in Thüringen, in Suhl. Ich begrüße Sie, Herr Dr. Maaßen. Guten Tag, Herr Reitschuster. Herr Dr. Maaßen, Sie sind der Gott sei bei uns, also die Personifizierung des Schreckens für all diejenigen, die dem linken, links-grün-roten Zeitgeist huldigen. Wie kam es denn so weit? Warum ist denn da so eine riesige Angst vor Ihnen vorhanden? Eigentlich müssen Sie das die Leute fragen, die über mich schreiben, so etwas schreiben, oder diejenigen, die das politisch sagen. Also ich mache mir natürlich meinen eigenen Reim darauf. Wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland, 299 Direktkandidaten der CDU. Aber man beschäftigt sich mit mir. Das ist zwar freundlich, das ist nett, auch wenn die Worte nicht immer freundlich sind über mich. Aber ich ziehe die Schlussfolgerung, dass man sich so viel und so negativ mit mir beschäftigt, dass ich vielleicht für einige Leute einfach gefährlich bin, dass sie Angst haben, wenn Maaßen im Parlament ist, könnte einen anderen Kurs fordern, einen anderen Kurs einschlagen. Könnte er, ich glaube, der Spiegel war es mal gewesen, der es geschrieben hat, zur Galionsfigur all derjenigen werden, die sich bisher im Grunde genommen nicht trauten, was zu sagen. Da kann ich sagen, dass diese Furcht natürlich gerechtfertigt ist und ich bin auch nicht bereit, den Journalisten und Politikern diese Angst zu nehmen. Sie haben zu Recht gesagt, warum Sie bei den Linksgrün-Roten so eine Hassfigur sind, muss man die fragen. Bei Ihrer eigenen Partei, da kann man aber Sie durchaus fragen, weil das ist ja Ihre Partei. Und es ging so weit, dass eine Landesministerin gesagt hat, wenn sie in Ihrem Wahlkreis wäre, würde sie SPD wählen. Sowas wäre ja früher parteischädigendes Verhalten gewesen und da hätte man früher mit einem Parteiausschussverfahren rechnen müssen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie kommt es denn dazu, dass in Ihrer eigenen Partei solche Stimmen laut werden? Naja, ich habe schon sehr viel Unterstützung hier in meiner eigenen Partei. Ich bin mit 86% der Stimmen hier in Südthüringen gewählt worden. Ich habe viel Unterstützung auch in Thüringen, auch von einer Reihe von Politikern, ob es Landtagsabgeordnete sind oder der Chef der Landesgruppe der CDU im Bundestag, Manfred Grund oder Albert Weiler und der Berliner Kreis der Bundestagsabgeordneten. Aber Sie haben recht, Herr Reitschuster, es gibt auch andere Unionspolitiker, die mich kritisch sehen, die mich nicht gerne sehen möchten. Das ist in Teilen verständlich, weil ich mich dezidiert gegen eine Zusammenarbeit oder eine Koalition mit den Grünen ausspreche, weil ich gegen einen weiteren Linkskurs der CDU bin. Und wenn Sie sich die Biografie der Politiker anschauen, die mich in der eigenen Partei kritisieren, dann sind das regelmäßig Politiker, die wollen eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Die profitieren teilweise auch von einer Zusammenarbeit mit den Grünen persönlich. Und ich stehe jedenfalls dafür, dass ich sage, die CDU ist eine Partei der Mitte, ist eine Partei, die konservativ ist, liberal ist, auch sozial ist, aber ist keine Partei, die sie jetzt einen Kuschelkurs mit den Grünen durchführen sollte. Und ich bin dagegen. Was Sie da jetzt beschrieben haben als die CDU, die ist eine konservative Partei und dergleichen, das klang jetzt für mich wie die alte CDU. Ist sie das unter Angela Merkel wirklich noch? Ich glaube, es ist unbestritten, dass Frau Merkel die CDU immer weiter nach links geführt hat. Viele haben es zunächst nicht spüren, nicht merken, nicht glauben wollen, aber es ist in der Tat so. Die CDU ist nach links ziemlich weit offen, was wir auch in einer Reihe von Koalitionen und auch Projekten mit den Grünen sehen, dass eine Verfassungsrichterin in Mecklenburg-Vorpommern, die aus der alten SED stammt, und man kann sagen, eine Kadersozialistin, eine überzeugte Kommunistin ist, dass die zur Verfassungsrichterin mit Stimmen der Union gewählt worden ist. Das zeigt, dass die CDU unter Angela Merkel immer weiter nach links geführt worden ist. Und ich bin jemand, der auf der Grundlage einer Politik von, ich sage mal, Konrad Adenauer, von Ludwig Erhard und Helmut Kohl steht. Und ich möchte, dass die CDU wieder da platziert ist, wo sie hingehört. Eine Partei der Mitte, eine konservative, soziale und liberale Partei. Wenn ich jetzt in Südthüringen wahlberechtigt wäre, dann würde ich, also nicht ich persönlich, sondern jemand, der wahlberechtigt ist dort, der steht unter Umständen vor einem Dilemma. Es kann sein, dass er eine CDU möchte, für die Sie stehen, dass er Sie wählen möchte, dass er andererseits aber sagt, so wie die CDU jetzt ist, so möchte ich die nicht unterstützen, weil sie mir zu links ist. Wie antworten Sie den Leuten auf dieses Dilemma? Also die wählen wegen Ihnen die CDU, bekommen dann aber eine CDU, die in Ihren Augen zu links ist. Nun, eine derartige, ich sage, Sie sprechen von Dilemma, aber so eine derartige Frage haben sich
früher immer wieder auch Leute gestellt, wenn sie zum Beispiel in Hessen einen Alfred Drecker gewählt hatten. Aber sie wollten vielleicht keinen Norbert Blüm, der in einem anderen Wahlkreis kandidierte. Die CDU ist eigentlich eine Volkspartei immer gewesen mit unterschiedlichen Facetten, mit unterschiedlichen Positionen. Ich kann den Wählern, die zu mir an den Wahlstand kommen und sagen, Herr Maaßen, ich möchte Sie gerne wählen, aber ich möchte nicht die CDU wählen, nur sagen, überlegt euch Leute, ob ihr wirklich Rot-Rot-Grün wollt. Jede Stimme, die der CDU auch bei der Zweitstimme fehlt, stärkt letztendlich den Rot-Rot-Grünen Block. Diese Parteien sind bereit zu koalieren und diese Parteien haben ein Programm, mit dem man Deutschland von den Füßen auf den Kopf stellt. Und ich möchte nicht, dass Deutschland von diesen Parteien gegen die Wand gefahren wird. Das muss sich jeder Wähler genau überlegen mit der Zweitstimme, ob er jedenfalls diese Stimme der CDU vorenthält und damit links den Linksblock um Scholz, Baerbock und die Partei Die Linke stärken will. Jetzt rein mathematisch, wenn er aber die AfD wählen würde, würde er damit auch nicht den Linksblock stärken. Nun, bei der AfD ist es so, dass diese Partei ausgegrenzt ist. Sie hat sich in Teilen radikalisiert, aber sie ist eine Partei, die, auch wenn sie wie hier in Thüringen prozentual stark ist, nicht auf die Politik Einfluss nehmen kann. Das muss man einfach als Realität zur Kenntnis nehmen. So ist derzeit die Politik. Und wir müssen sehen, dass die neue Bundesregierung die Politik umgestalten kann. Nur die neue Bundesregierung kann es. Es kann keine Oppositionspartei. Wenn man eine Oppositionspartei wählt, wird man 4 Jahre lang nur eine Partei im Parlament haben, die kleine Anfragen stellen kann oder Reden halten kann. Ich glaube, es kommt darauf an, dass wir in den nächsten 4 Jahren eine Regierung haben, die einen Kurs einschlägt. Und ich stehe dafür, dass es ein anderer Kurs wird als der des Weiter-so, dass er einen Kurs einschlägt, der Deutschland jedenfalls in eine bessere Zukunft fährt, als in die Richtung, die ich jedenfalls jetzt sehe. Und das ist eine gefährliche Zukunft mit Rot-Rot-Grün. Jetzt hacke ich aber doch nochmal nach. Also bei Markus Söder sagen ja viele, er ist sozusagen grün in Wirklichkeit und er ist sehr stark auf grünem Kurs. Bei der CDU sehen das heute viele. Welche Garantien oder was für Belege hat der Wähler dafür, dass die CDU/CSU nach der Wahl nicht noch grüner wird oder noch mehr in diese Richtung geht? Also ich selbst kann hier im Wahlkreis nur für mich sprechen und kann letztendlich nur dafür werben, dass meine Position ist, die Grüne Partei und die CDU-CSU-Politik stehen diametral entgegen. Ich möchte keine Koalition mit den Grünen und deswegen bitte ich auch um die Unterstützung in meinem Wahlkreis. Jetzt sind Sie aber etwas ausgewichen. Jetzt Bitte? sind Sie aber etwas Dann ausgewichen. Ihre persönliche Situation, formulieren Sie ja? doch bitte. Dann formulieren Sie doch bitte nochmal die Frage. Genau, ein Wähler. Was hat er für Garantien, dass er mit einer CDU-Stimme nicht eine linke, grüne CDU-Politik bekommt dann? Also, dass die CDU dann in die Regierung kommt, dass sie aber eine sehr links-linke und grüne Politik betreibt. Nun, wie ich sagte, Sie können jedenfalls, wenn Sie die Erststimme mir geben, mein Wort als ernst nehmen und ehrlich nehmen, dass ich es nicht will und mich dagegen ausspreche. Was die Partei an sich angeht, hat sie bisher sich nicht festgelegt, mit wem sie koalieren will und mit wem sie nicht koalieren will. Mit Ausnahme der Partei Die Linke und der AfD hat sich die Partei dazu schon geäußert, dass da keine Kooperation stattfinden. Aber im Übrigen kann ich Ihnen jedenfalls dazu kein weiteres Wort und keine weitere Zusage geben. Glauben Sie, dass Armin Laschet für ein Weiter-so steht, oder glauben Sie, dass er, wenn er tatsächlich Kanzler werden sollte, dass er sich doch von der Politik von Angela Merkel abgrenzt? Er grenzt sich ja im Moment von Ihnen ab und nicht von Frau Merkel. Das müssen wir einfach mal schauen. Der neue Bundestag wird ein anderer sein als der alte und die neue Bundestagsfraktion wird eine andere sein als die alte. Und der Kanzlerkandidat der CDU, der hoffentlich dann auch Kanzler werden kann und Kanzler werden wird, muss dann auch Rücksicht nehmen auf die eigene Fraktion, was die eigene Fraktion im Bundestag, die ihn schließlich wählen soll, die die Politik mitmachen soll, für eine Politik mit ihm machen wird.
Er wird keine Politik gegen die Fraktion machen können. Was haben Sie für einen Eindruck, wie ist die Stimmung innerhalb der CDU? Da wird ja oft gesagt, die Funktionärsebene sehr stramm, großteils auf Merkel-Kurs, dagegen die Mitgliederebene eher jetzt auf einer Linie, die ihrer entspricht. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen, mit Ihren Eindrücken, die Sie haben? Also meine Erfahrung, vor allem hier in Südthüringen, aber auch in einigen Kreisen, in denen ich zu Besuch war und auch Unterstützung für die Kandidaten gemacht habe, zeigen, dass sehr, sehr viele Mitglieder an diesem Weiter-so nicht mehr festhalten wollen. Sie wollen kein Weiter-so, sie wollen eine Veränderung. Und was wir auch erlebt haben, ist, dass in den letzten Jahren sehr viele Menschen, die Mitglieder der CDU waren, die CDU auch verlassen haben, aus Frustration darüber, aus Frustration, dass die CDU diesen Linkskurs gemacht hat. Und was die Funktionärsebene angeht, glaube ich schon, dass man auch Unterscheidungen treffen muss. Ich sprach eingangs von Bundestagsabgeordneten des Berliner Kreises, auch weitere Abgeordnete, die nicht dazugehören und viele Landtagsabgeordnete, die gegen ein Weiter-so sind. Und wie ich auch sagte, der neue Bundestag wird ein anderer sein. Und ich bin ganz zuversichtlich, dass die, ich sage mal, die Gruppe der Weiter-so-Politiker in der CDU-Fraktion deutlich abschmelzen könnte. Was sind denn Ihre Perspektiven, wenn es eine rot-rot-grüne Koalition geben würde? Was sehen Sie da für Auswirkungen für Deutschland? Wenn man sich die Wahlprogramme der Grünen anschaut und der SPD und der SED, die Linke, da habe ich den Eindruck, sie wollen aus Deutschland wirklich eine Art ökosozialistisches Disneyland machen, in dem all die Träume oder aus meiner Sicht die Albträume der Grünen realisiert werden. Das bedeutet für die Menschen, insbesondere hier auf dem Land, wo ich bin, in Südthüringen, eine katastrophale Entwicklung, wenn man Verbrennungsmotoren innerhalb von Jahren abschaffen will, ohne dass es vernünftige Alternativen gibt. Denn hier braucht jeder ein Auto. Hier ist es anders als in Berlin, so dass es keine U-Bahn-Station vom Haus gibt. Man kann auch nicht mit einem Lastenfahrrad in die Werkstatt fahren. Man ist darauf angewiesen. Man hat Einfamilienhäuser und die müssen beheizt werden. Und hier gibt es keine Fernwärme. All die Ideen, teilweise wirren Ideen der Grünen, die hoch ideologisiert sind, werden fatal sein für hier den ländlichen Raum wie Südthüringen und werden fatal sein für Deutschland. Das muss verhindert werden. Und wenn die CDU es Wiedererwachen nicht schaffen sollte, in der Regierung zu sein, dann muss es aus der Opposition heraus, so gut es geht, bekämpft werden. Viele sagen ja, der CDU würde die Opposition ganz gut tun, weil sie sich da richtig erneuern könnte. Diese Auffassung teile ich nicht. Es geht hier, wie ich schon sagte, darum, dass wir in den nächsten Jahren, in den nächsten 4 Jahren Deutschland wieder auf einen richtigen Kurs bringen. Wir können keine Zeit mehr verlieren und wir können vor allem nicht hoffen, dass die CDU sich in den nächsten 4 Jahren regeneriert, um dann nach 4 Jahren wieder politische Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, wir haben nicht mehr die Zeit. Wir müssen jetzt handeln. Wir können nicht zulassen, dass in den nächsten 4 Jahren die politische, ich sage mal, dieses schleichende Hineinwachsen in den Ökosozialismus weiter zunimmt, dass Gendersprache hier um sich greift, dass diese Windräder hier im Thüringer Wald gebaut werden nach Vorstellung der Grünen. Das muss verhindert werden und da können wir nicht weiter zuschauen und abwarten und sehen, dass die CDU sich in der Zeit regeneriert. Das müssen wir sofort machen. Viele haben den Eindruck, auch ich, dass die Frau Merkel den Herrn Laschet gar nicht sonderlich unterstützt und die CDU, sehen Sie das auch so? Und wenn ja, warum ist das so? Also ich nehme auch wahr, dass Frau Merkel sich im Wahlkampf sehr stark zurückgehalten hat. Was ihre Motivlage ist, kann ich nicht beurteilen. Da müsste sie Auskunft geben oder Herr Laschet. Es mag durchaus sein, dass vielleicht auch Herr Laschet glaubt, ein Wahlkampf ohne Frau Merkel ist vielleicht besser als ein Wahlkampf mit Frau Merkel. Nun gibt es einige in der CDU und auch in der AfD, die aus unterschiedlichen Motiven sagen, der Herr Maaßen wäre besser in der AfD aufgehoben. Was antworten Sie denen? Ich antworte denen, dass das aus meiner Sicht eine falsche Einschätzung ist. Ich bin 1978 der Jungen Union, 1987 der CDU beigetreten. Ich habe meine Standpunkte in der Zeit nicht geändert. Ich stehe noch zu dem, was ich bei meinem Eintritt in die CDU, als damals Helmut Kohl Parteivorsitzender war, mir gesagt habe, was der Grund ist.
Die CDU, wie wir vorhin herausgearbeitet hatten, hat sich unter Angela Merkel weit nach links verschoben. Und das will ich in Teilen wieder gerne korrigieren wollen. Die AfD vertritt zwar Positionen, die früher auch von der CDU vertreten worden waren, spricht Probleme an, die man ansprechen muss, weil sie viele Menschen in Deutschland beschäftigt. Aber auf der anderen Seite sind die Lösungsansätze teilweise unausgegoren, teilweise radikal, wie beispielsweise ein EU-Austritt beim letzten Parteitag der AfD in Dresden beschlossen, wo ich nicht mitgehen kann. Auch wenn ich der Auffassung bin, dass die EU reformbedürftig ist, dass sehr viel Schaden aus Brüssel angerichtet worden ist, würde ich nie so weit gehen und sagen, wir müssen einen EU-Austritt anstreben. Das ist gefährlich für Deutschland und das ist vor allem nicht im nationalen Interesse. Das heißt also, auch wenn die AfD Probleme anspricht, die viele Menschen beschäftigt und wo ich der Meinung bin, man muss darüber reden, die Lösungsansätze sind in Teilen falsch, teilweise radikal und deswegen kann ich da auch nicht mitgehen. Halten Sie in Zukunft eine Koalition mit der AfD für ausgeschlossen oder sagen Sie sich, die Partei kann sich so entwickeln, dass das irgendwann möglich sein würde? Das ist rein spekulativ. Derzeit gilt die Beschlusslage der CDU, dass es keine Koalition mit der AfD geben wird. Noch kurz zum Schluss etwas zu den Medien. Wie sehen Sie die aktuelle Entwicklung der Medienlandschaft? Ich habe bei ARD und ZDF vor allem, aber auch bei einigen großen Medien manchmal den Eindruck, dass die massivst Wahlwerbung anfangs für die Grünen mehr, jetzt noch mehr für die SPD machen. Sehe ich das zu einseitig oder sehen Sie hier auch eine Parteilichkeit? Also ich nehme das ähnlich wahr wie Sie, dass ARD und ZDF oder überhaupt, man kann sagen, die öffentlich-rechtlichen Medien schon lange aufgegeben haben, ausgewogen und in aller Breite zu berichten. Das kritisiere ich auch bereits seit langem. Ich halte es auch für gefährlich, dass es aus der ARD raus auch Kontakte in die linksextremistische Szene gibt. Habe ich wiederholt angeprangert und ich habe immer wieder eine Aufarbeitung gefordert. Wie jetzt auch die Kontakte zu Emily Laqueur und der interventionistischen Linken, die offensichtlich Teilnehmer oder eine Teilnehmerin einer Talkrunde gecoacht hatte. Was ich wahrnehme, ist, dass im Frühjahr dieses Jahres von ARD und ZDF ein in fast nie dagewesener Weise eine Propaganda zugunsten von Frau Baerbock gemacht worden war. Man kann von einem Hype reden, der erst dann abgebrochen wurde, als die Bild-Zeitung und andere private Medien über diverse Manipulationen am Lebenslauf oder in ihren Büchern oder in ihrem Buch berichteten. Und nach einer kurzen Regenerierungsphase der öffentlich-rechtlichen Medien gab es dann den Olaf Scholz-Hype und Propaganda für Olaf Scholz, wo in einer kampagnenartigen Weise Armin Laschet angegriffen und aus meiner Sicht auch zu Unrecht als ungeeignet dargestellt worden war. Und Olaf Scholz, trotz all dem, was er in den letzten Jahren als Finanzminister oder als Bürgermeister von Hamburg an Fehlern gemacht hatte, als der Saubermann dargestellt wurde. Ich glaube, das ist ein orchestrierter Hype zugunsten der SPD, vorher zugunsten der Grünen, um der CDU den Wahlsieg zu nehmen. Sind die Öffentlich-Rechtlichen reformierbar? Wenn ja, wie müsste diese Reform aussehen? Ich habe den Eindruck, die Öffentlich-Rechtlichen wollen sich nicht reformieren. Und wenn Kritik an ihnen ausgesprochen wird, gehen sie auch nicht auf Kritik ein, sondern die Kritiker, die werden selbst kritisiert und diffamiert. Von daher mache ich mir die Sorge, ob die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt willens und noch in der Lage sind, reformiert zu werden. Eine letzte Frage. Sie waren ja lange Verfassungsschutzpräsident. Ich habe heute den Eindruck, dass in Deutschland Linksextremismus sehr salonfähig ist. Wir haben ohne jeden Zweifel auch Rechtsextremismus, aber der ist tabuisiert und Gott sei Dank gilt der als anstößig. Da ist ein Konsens da. Beim Linksextremismus habe ich den Eindruck nicht. Sie haben das selber schon erzählt, eine Linksextreme als Verfassungsrichterin. Wie kam es zu dieser Entwicklung? Sie waren ja viele Jahre an federführender Stelle hier tätig. Ich habe den Eindruck in der Tat, dass der zum Linksextremismus die politische Linke und der linksliberale Raum keinerlei Berührungsängste mehr hat. Es war eine geschickte Arbeit der linksextremistischen Szenen, auch zu verdanken der interventionistischen Linken, dass man versuchte, Brücken zu bauen zwischen dem Linken, dem gewerkschaftlichen Lager,
dem linksliberalen Lager bis hin eben in den linksextremistischen Bereich. Erfolg sah man beim G20-Gipfel in Hamburg. Erfolg insoweit, als eine große Solidarität bestand innerhalb dieses linken, linksextremen Bereiches. Man kritisierte den anderen nicht für die Mitte, sondern man marschierte im Grunde genommen in die gleiche Richtung, weil man die gleichen Ziele verfolgte. Dieses Brückenbauen, diese mangelnde Abgrenzung von links in den linksextremistischen Bereich schadet uns ganz massiv, führte in Teilen auch zu einer Unterwanderung von Institutionen wie eben auch der Medien und ist aus meiner Sicht eine Gefahr auch für die Stabilität unserer Demokratie. Und das ist eine Entwicklung, die also in den letzten Jahren massiv zugenommen hat. Also vor 15 Jahren war das noch nicht so massiv, ja. Mein Eindruck ist, das, was wir heute wahrnehmen, begann erst nicht erst gestern, sondern hatte natürlich schon einen langen Vorlauf gehabt. Aber in den letzten Jahren hat das Tempo deutlich zugenommen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Heute mit mir im Interview Dr. Hans-Georg Maaßen, Direktkandidat der CDU in Südthüringen. Alles Gute und wenn Sie gewählt werden, dann freue ich mich auf das erste Interview mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Maaßen. Aber natürlich auch, wenn es nicht klappen sollte. Alles Gute, Herr Dr. Maaßen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. Danke, Tschüss, Herr Ihnen auch alles Reitschuster. Gute und Ihnen alles Gute, liebe Zuschauer. Schauen Sie wieder rein, abonnieren Sie, lassen Sie ein Like da und einen Kommentar für die Algorithmen. Danke, ciao.